Alles klar. So, das haben wir jetzt. Jetzt habe ich hier leider nicht gezählt. Egal, dann machen wir das so mit Augenmaß. Das müsste aber klappen. Die Zombies scheinen uns aber echt nicht mehr im Blick zu haben, also... Wunderbar, jetzt probieren wir das Ganze nochmal in diese Richtung und dann sind wir damit auch schon fertig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt kommen wir hier. 4, 1, 2, 3, 4. Und wieder 2, 1. Ja, das ist ja sehr wurscht, das habe ich ja schon erzählt. Das ist ja jetzt Banane. Ich war jetzt so im Zählen drin gerade, das ist so selbstmäßig. So. Das geht von unten ein bisschen schneller zu bauen, aber da wir gerade an Nacht bauen, brauche ich das von oben. Außerdem ist es da einfacher zu zählen. Ein noch. Noch ein. Aua, aua, aua. Okay, wir legen mal das Schild trotzdem hier rein, irgendwo in die Hotbar. Wir zumindest von hier uns wehren können. So. Wunderbar, das haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir das hier nochmal. Und das muss ich dann ausfüllen. So. Jetzt geh doch mal weg hier. Ja, so kommt hin. Und weiter geht's. So, und jetzt dürfen wir hier nämlich auch gleich ankommen. Bei unserem wunderbaren Stück hier. Jawohl. Wunderbar. Jetzt haben wir das schon mal hin. Das ist nämlich die Ursprung nachher die eigentliche Spawn-Plattform. Genau. Wunderbar. Haben wir das hingekriegt? Dann noch Holz. Das ist eine Banane. Und hier kommt theoretisch der eigentliche Kill-Mechanismus rein. Dafür brauchen wir noch Lava und wir brauchen hier nachher auch noch Wasser. Das ist aber gar nicht so wichtig, denn wir müssen den ganzen Quatsch sowieso erstmal auffüllen. Vielleicht müssen wir nachher nochmal eine Reihe drauf machen, aber ich meine das... Also... Och Mensch, Jung. Nun gehen wir doch nicht so auf den Keks. So. Ich löche das hier schon mal ein bisschen aus wieder. Wenn uns hier nichts Böses überrascht. So. Warum ich hier ausgerechnet Cobblestone nehme, ist eigentlich relativ einfach, da wir noch relativ viel haben davon. Außerdem ist das relativ explosionsgeschützt, das heißt, wir können das Gebäude auch mal was anderes nehmen. Ich hätte natürlich auch etwas, einen brennbaren Block nehmen können, das wäre natürlich fürs Abbauen irgendwann deutlich einfacher gewesen als, ja, Cobblestone. Ich dachte gerade, da wäre was. Aber na gut. Habe ich nicht, ist egal. Außerdem, ich wollte erst Wolle nehmen. Da hätte mir noch so lange sammeln, oder es hätte mir noch eine ordentliche Weile sammeln müssen. Und da hatte ich jetzt auch nicht so die Lust zu. Ich glaube, ihr auch nicht. Halt, das markiere ich mir mal kurz richtig. Dass ich das einmal weiß, wo das genau ist. Für eure Jungszwecke. So, ja. So, Schluss jetzt hier mit der Hochkrabbeln. Ich muss sagen, ich bin ja froh, dass hier nur Zombies sind, ne? Und keine Skelette. Weil die Zombies können wir ja nachher relativ schnell wieder loswerden. Aber auf Tageslicht locken sie ja mal in die Sonne und fertig ist die Nummer. Außerdem rennen die jetzt halt nur unnütz unter uns herum. Aber Skelette würden halt echt einmal echt auf den Keks gehen. So. Alles klar. Jetzt machen wir das noch weiter dicht hier. Dann müssen wir die nächsten auch noch dicht machen. Und ja, dann müssen wir noch eine Außenwand ziehen. Das wird alles noch ein bisschen dauern. Wie gesagt, das ist halt... Muss man mal ein bisschen Ausdauer beweisen. Hoch. So. Wie gesagt, von unten wird ein bisschen schneller gehen. Aber man kann da nicht alles haben. So, dann noch einen hinten da. Und jetzt hier wieder eine Bahn ziehen. Oder mehr oder weniger. Steine mehr. So,
Dann den Teil hier noch. Da kommen wir jetzt erstmal nicht wieder hoch. Und wir müssen die Treppe gleich ein bisschen versetzen. Okay. So. Dann machen wir das so und so und so. Das ist natürlich jetzt kein hübscher Koloss. Das ist natürlich ziemlich hässlich hier. Vielleicht werden wir den irgendwann nochmal, wenn uns wirklich, wirklich sehr, sehr langweilig ist, nochmal dann irgendwie einbinden in unsere Bauart, sag ich mal. Mal sehen. So, das haben wir auch. Dann wollen wir nochmal schauen, wie weit wir hier kommen. Alles klar, das ist fertig. Das ist schon mal was. Die Sonne geht auch langsam wieder auf. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier einigermaßen hin können. Habe ich jetzt den Bogen zu Hause gelassen? Gott sei Dank nicht. Okay. Alles klar. Da ist ein Skelett. Komm her, dann kriegen wir wieder ein paar Pfeile wieder. So. Wunderbar, das haben wir alles fertig. Jetzt will ich hier nochmal schnell gucken. Die EP will ich nämlich haben. Wunderbar. Jetzt können wir es natürlich schön, dass wir unser Portal haben, gleich direkt da dran. Das ist natürlich praktisch. So, jetzt knüppeln wir das einmal ab. Unser Dings dürfte ja auch fertig sein, unser Eisen. Unser Eisen da schon, unser Glas. So. Wunderbar. So. Dann wollen wir mal anfangen, das hier alles dicht zu machen. Wie gesagt, die Lava setzen wir am Ende. Irgendwann mal am Ende. Wenn wir das hier soweit alles fertig haben. Und vorher halt nicht. Denn in meinen Augen macht das vorzusetzen nämlich keinen Sinn. Weil wir da ihn auf die Fresse kriegen. Das wäre jetzt blöd. Ich wollte es eigentlich in die Kiste setzen. Egal. Das Schloss haben wir jetzt auch weg. Da ist jetzt noch ein Ausgang. Da könnten wir schon mal die erste Tür reinknallen. Denn wir brauchen auch noch jede Menge Türen. So. Wir werden sehr, sehr viele Türen benötigen. Also seid mal alle froh, dass wir, dass es diese Änderung gab. Mit dem... Wie heißt es denn noch? Okay, das ist vielleicht echt ein bisschen hart, oder? Wenn ich jetzt... Oh, ich lasse es erstmal so. Ich baue erstmal 63 Türen. Wie viel hast du gemacht in Minecraft? Jo, ich habe 63 Türen gebaut. Alles klar. Warte, ich will das hier einmal auf. Das geht auf den Sack. So. Alles klar. Das haben wir auch. Und gut, jetzt brauchen wir hier nochmal irgendwo eine Treppe. Die baue ich mal am besten gleich dahin. Holz dürfte ich aber noch ein bisschen was haben. Dann können wir jetzt nämlich eventuell... Vielleicht eine kleine Holztreppe da hochbasteln. Das wäre ja gar nicht so unschön. Dass wir zumindest da wie so einen Gang oder sowas hin haben. Dass wir dann zumindest da einigermaßen elegant doch reinkommen. Und aus welcher Seite komme ich vom Portal? Aus der, ne? Ja, genau. Gut, dann machen wir das mal so. Zwei müssen. Dürfte eigentlich lang. So. Halt, dann machen wir auch immer was, so ist egal. Oh, mal massiv heute mal. Marc, du bist ein Vollidiot. Aber ein richtiger. Aber ein richtiger Otto. Ja, weil für die, die das nicht begriffen haben, die genauso ein Otto sind wie ich, du kannst da nicht hochbauen. Weil dir leider da so einiges im Weg steht. Wie dann deine eigene Unfähigkeit oder... So normale Dinge im Leben halt. So. Okay. Halt, ich will da einen Block einsetzen. Ich kann das einfach so machen. Ich kann das nicht so machen. Wunderbar. Jetzt machen wir das noch einmal schick. Dann bauen wir da nämlich nochmal so eine Tür ein. So. Da kommen wir hier nämlich ganz gut hin. Jetzt müssen sich die Türen aber hier hinsetzen. Nee, lasst mich mal ganz kurz überlegen. Lasst dich mal kurz überlegen. Das dürfte eigentlich, dürfte das hinhauen.
Aber ich habe mir gerade folgende Überlegung, habe ich jetzt gerade. Wir brauchen am Ende ja noch Platz für die Türen. Na? Ist ja klar. Denn wir brauchen ja, ich weiß gar nicht, wie viele Türen. Jede Menge auf jeden Fall. Jetzt ist folgendes Problem aufgetreten. Die Villager machen wir in so Körben nach außen. Das IOSA-Design halt, wenn ihr das kennt. Jetzt ist natürlich die folgende Frage. Das ist alles super. Und Wasser fließt 8 Blöcke weit. Das bedeutet, dass das Wasser von hier aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moment mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stimmt, ich hatte den inneren Ring ja schon gesetzt. Das heißt, das würde passen. Jetzt ist die Frage, ob wir das hier alles mit Türen vollpflastern. Na, das hier alles. Oder ob wir das die Ebene nach oben machen. Oder wie das läuft. Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Das ist jetzt eine gute Frage, worauf ich leider gar keine Antwort weiß. Freunde. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns noch einen ganz kurzen Cut. Ich muss einmal schauen, wie ich das gemacht habe. Ich könnte jetzt natürlich auch die Aufnahme beenden, aber ich wollte ungefähr 2 Stunden aufnehmen. Und ihr habt keine Lust mehr, 1,5 Stunden zu warten. Deswegen, kurzer Cut, bis gleich. Und da bin ich wieder zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Kingdom. Ja, letzte Folge haben wir ja ein kleines Problemchen gehabt. Und zwar musste ich einmal nachschauen, wie wir das machen wollen hier mit dem Wand. Ich weiß jetzt aber Bescheid. Und zwar, ich baue mir das jetzt einmal vor, damit ich das weiß. 1, 2, 3, das ist richtig. 1, 2, 3, jetzt muss ich hier nochmal 1, 2, 3. Genau. Und jetzt ziehe ich das hier mal ein kleines Stückchen weiter, damit ich das gleich mir merken kann. Denn wir haben das theoretisch alles richtig gemacht. Beruhigt euch Leute, wir haben das alles richtig gemacht. Aber wir haben etwas vergessen. Und zwar habe ich was vergessen. Ihr nicht so, aber ich habe was vergessen. Und zwar muss auf diese Ebene, wo ich jetzt stehe. Hier müssen die Türen rein. Und hier kommt Wasserfluss rein. Und auf die nächste Ebene auch noch. Das bereite ich jetzt auch erst einmal vor. Und dafür brauche ich nämlich noch wesentlich mehr Steine. Und das war ja fertig. Das war auch alles. Da hier noch ein bisschen Cobblestone. Gut, das hier ist halt nicht nur eine Notlösung, da müssen noch Schilder hin, das weiß ich auch, dessen bin ich mir bewusst, das können wir noch machen, mal schnell, solange wir jetzt hier noch hier rumstehen. Wir werden noch bei mehr als 3 brauchen, wir werden ja ziemlich genau 9 Stück brauchen. Wunderbar, jetzt nochmal ein Tipp. Und zwar bauen wir das dahin, dahin, dahin und auch dort. Halt dahin, dahin, dahin und auch dort. Das machen wir auf diese Höhe aus folgendem Grund. Wir können ja, wir sind ja 2 Blöcke groß. Verdammt, das ist falsch. Halt, das ist falsch, das ist falsch. Das fiel mir jetzt aber erst auch gerade auf. Und zwar aus folgendem, jetzt komme ich da nicht mehr ran. Aus folgendem Grund ist das falsch. Wir sind nämlich 2 Blöcke groß. Genauso groß wie diese 2 Blöcke hier. Oder wie die Tür. Deswegen können wir das auch durchlaufen. 1,9 Blöcke. Jetzt ist natürlich folgende Sache. Wir sind in der Lage, unter der Lava, wenn sie dann hier schwimmen, durchzulaufen. Der Eisengodam aber nicht. Da der nämlich mehr größer als 2 Blöcke ist. Also hier wird die Lava auf diesem Block jetzt. Die würden wir nicht berühren. Wir könnten hier ganz normal, wenn wir springen, würden wir anbrennen. Wenn wir einen Block hoch springen können. Aber so nicht. Genau. Das kommt auch ganz am Schluss. Das ist nicht mehr so, das ist nicht so wichtig. Gut, das Portal steht. Das ist alles richtig gemacht worden von uns. Das freut mich schon mal. Jetzt kann ich hier schon mal noch mal einmal kurz eine Wand ziehen. Ja, das macht ja nichts. Dann kann ich nämlich hier noch mal 2 Türen reinsetzen. Die werden jetzt zwar auch als Dorf erkannt. Die werden nicht als Dorf erkannt, sondern als ganz normale Türen halt. Also, die werden gar nicht berücksichtigt bei dieser Berechnung. Aber dann können wir nämlich immer ein- und aus rein. Hier rein- und auslaufen. Falls wir nämlich noch was machen müssen. Das ist wichtig, weil das vergessen viele bei Survival oder bei so Tutorials. Und dann läuft das am Ende alles ziemlich schief. So. Wir setzen uns dann natürlich ab hier in unserem Minecart und düsen wahrscheinlich zurück. Ich muss es unbedingt noch ausbauen. Dafür müssen wir die Goldfarm auch nochmal bauen irgendwann mal. Aber eine Goldfarm ist auch aufwendig.